Guten Morgen, es ist Donnerstag, der 24.09. Und ich gehe gerade wieder zur Seebrücke, um euch das Timelapse für heute aufzunehmen. Ich weiß noch nicht, ob ich es jeden Tag machen werde, weil das Sonnenaufgang wird immer später. Wir haben eine Ewigkeit. Seitdem ich vom Strand wieder zurück bin, fühle ich mich leicht gestresst. Ich weiß auch nicht warum, so als wenn man irgendwas noch ganz dringend erledigen muss, aber man ständig davon abgehalten wird oder vergessen hat, was man machen wollte. Und ja, keine Ahnung, so fühle ich mich gerade. Weiß auch nicht warum, ganz merkwürdig. Dabei habe ich was gemacht. Wir müssen mal reden. Ich habe schon mehrmals angefangen jetzt, ne? Weil Thema ist erstens nicht so leicht und zweitens habe ich versucht, drei verschiedene Gedanken, die um dasselbe Thema gehen, irgendwie so zusammenzuführen. Aber das klappt nicht. Deswegen müssen wir jetzt drei Teilabschnitte machen. Punkt 1. Ich arbeite als Koch, wie ihr nun inzwischen wisst. Die, die jetzt zugucken, die anderen vielleicht schon früher oder wie auch immer. Und bin auf dem Beilagenposten, auf den Suppenposten. Also ich mache Beilagen, Suppen, Gemüse, Sättigungsbeilagen, also so eine Sachen. Entschuldigung. Und unter anderem halt auch meistens die vegetarischen Gerichte. Wenn wir eine Karte schreiben zum Beispiel, achte ich auch schon immer darauf, dass die vegetarischen Gerichte auch relativ einfach vegan machbar sind. Aus persönlichen Gründen. Unter anderem, aber dazu später mehr. So, gestern gab es als vegetarisches Essen auf dem HP-Menü. Wir haben eine feste Karte und ein HP-Menü, weil die täglich wechselt für die Halbpensionsgäste und Begrüßungsmenü und solche Sachen. Wie auch immer, ist ja auch egal. Jedenfalls gab es als vegetarisches Gericht gestern ein Gemüseomelett. Ist ja erstmal nicht so schlimm, ne? Vegetarier essen Eier, Gemüse sowieso, kann man Gemüseomelett machen. Aber ich würde in einem Hotel nie Omelette essen. Nicht zum Frühstück und auch nicht zum Abendessen. Und wenn ich zum Frühstück schon Eierspeisen gibt, warum soll ich dann abends auf dem Vegetarischen als Vegetarische nochmal ein Omelette essen und so? Also ich war nie so ein Rührei, Spiegelei und so Fan, aber egal. Also das an sich finde ich ja schon mal komisch, dass man abends dann auch nochmal irgendwie so Omelette isst. Aber ich würde nie in einem Hotel bestellen, weil da steht niemand im Hintergrund und schlägt Eier auf und macht da draußen Omelette. Das macht kaum ein Hotel. Das können sich die meisten Hotels nicht leisten. Also nicht vom Personal her, weil so viel Personal haben sie nicht, dass sie da noch einen hinstellen können, der Eier aufschneiden kann, und auch nicht vom Material. Moment. Oh, bevor die Wespe hier reinkommt, musste ich erstmal ein Fenster zumachen. Ja, also kann sich eigentlich jeder denken, denke ich. Vielleicht sehe ich das aber nur so, vielleicht denkt na Leute, würde ich nicht darüber nach. Kommt so Ei für Omelette in 10 Kilo Abpackungen. 10 Kilo voll Ei. Dann kann ich mir nur erstmal, also, ne? Ich finde das irgendwie komisch, ich weiß es nicht. Aber da kann ich mir nur denken, dass er irgendwie in Großpackungen kommt und das halt nicht vom Biobauern um die Ecke kommt, sondern aus irgendwelchen großen Industrieanlagen. Anders kannst du es ja auch nicht nennen. Also würde ich, weiß ich nicht, wenn ich aus ethischen Gründen auf mein Fleisch verzichte, auf Fisch verzichte, dann finde ich es okay, wenn ich in einem Hotel Omelette esse, wo ich mir sicher bin oder sicher sein kann. Weiß ich nicht, komme ich nicht so ganz klar mit. Verstehe ich nicht. Aber vielleicht denken da Leute wirklich nicht drüber nach. Und denken, ja, das ist hat schon alles in Ordnung. Und da hinten steht Azubi XY und schlägt die Eier frisch auf. Alle aus Freilandhaltung und Bodenhaltung und hast du nicht gesehen. Weiß ich nicht. Also finde ich irgendwie, weiß ich nicht, hat mir den ganzen Abend gestern beschäftigt. Weiß auch nicht warum. Aber finde ich makaber. Dann kommen wir auch gleich zu Punkt 2. Ich ernähre mich ja nur vegetarisch seit über ein Jahr jetzt. Und ich würde auch schon
längst mich vegan ernähren. Was ich zum größten Teil sogar schon mache eigentlich, aber halt nicht richtig, nicht ganz voll, wie auch immer man das nennen will. Weil es nicht geht. Also ja, geht schon irgendwie, aber es funktioniert halt nicht. Wie gesagt, ich arbeite als Koch und bin auf den Beilagenposten und so. Ich muss ganz viel mit Butter arbeiten, ich muss ganz viel mit Milch arbeiten und ich muss ganz viel mit Sahne arbeiten. Ich muss ganz viele Cremesuppen zum Beispiel machen. Und wie soll ich das machen? Kann nicht jedes Mal oder kann nicht die ganze Zeit neben mir stehen und denke dann immer probieren lassen, abschmecken lassen. Geht halt nicht. Und ihr könnt auch nicht sagen, ich bin Veganer und auf Arbeit muss ich dann halt die Suppen mit Sahne und Milch probieren und so. Das weiß ich nicht, das ist auch irgendwie, das fühlt sich halt auch nicht richtig an, das ist auch nicht richtig irgendwie, das ist halt nicht vegan leben, ne? Und ich würde mich auch selbst betrügen, weil klar, so eine Suppe, die ich koche für einen Abend, wo Sahne drin ist, die muss ich halt probieren, die muss ich abschmecken. Aber ich müsste auch Sachen zum Beispiel nicht abschmecken, die nicht auf meinem Posten sind oder keine Ahnung. Aber ich würde die trotzdem probieren, würde ich sagen, naja, ich muss ja probieren oder so. Verstehst du? Wäre irgendwie Selbstbetrug. Aber geht halt nicht. Und wie gesagt, zu Hause ernähre ich mich zum größten Teil schon vegan. Also, na gut, Dienstag war ich mit Jens beim besten Italiener nördlich von Sizilien hier. Da habe ich meine Pizza Mozzarella gegessen. Manchmal, das sind halt so eine Sache, auf die ich manchmal Liebe habe und deswegen würde ich nie behaupten, ich bin Veganer, weil, ne, esse ich gerne auch. Aber ich würde gerne darauf verzichten und ich würde mich vollwertig vegan ernähren, aber irgendwie ist es noch nicht richtig möglich für mich. Nicht unter den momentanen Umständen. So. Und damit kommen wir dann zu Punkt 3. Ich wurde schon öfter gefragt, warum Veganer oder Vegetarier Dinge essen, die wie Fleisch aussehen oder wie Fleisch heißen oder so, so wie meine vegane Leberwurst, die ich letztens hatte, habe ich dir noch ein Video mal gezeigt, glaube ich. Die wirklich wie Leberwurst aussah und auch wie Leberwurst geschmeckt hat im Prinzip. Oder ja, Burger-Bratlinge, die vegan sind, aber wie Fleischbratlinge aussehen und so hatte ich ja letztens auch beim Grillen, die echt lecker waren. Und man auch nicht, also man hätte auch denken können, dass es ein Fleischburger ist. Hat meine Mutter gesagt, jedenfalls. Gut. Also ich werde oft gefragt, warum wir denn sowas essen. Und das verstehen viele Leute auch nicht. Ich verzichte ja zum Beispiel, also ich gehe jetzt mal von mir aus, ich verzichte ja auf Fleisch und Fisch nicht, weil mir das nicht schmeckt. Ganz im Gegenteil, wenn bei uns auf Arbeit irgendwie ein Schnitzel braten wird, so ein Kalbschnitzel, da läuft mir Wasser im Mund zusammen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsessen früher gewesen. Also ich verzichte ja nicht drauf, weil mir nicht schmeckt. Aber ich vermisse das halt. Ne? Ab und zu hast du mal so einen Hieper und würdest auch, oh, denkst dir so, ein, oh, jetzt eine Bratwurst, jetzt eine Currywurst, jetzt ein Schnitzel, wie auch immer. Und dann hast du so einen Hieper und so und solche Produkte helfen dann irgendwie, diesen Heißhunger zu stillen, ohne dass man rückfällig wird. ja, also, wenn man das so betrachtet, finde ich, kann man das ja durchaus verstehen, oder? Und macht euch doch mal den Spaß und probiert irgendwie so ein veganes Gericht, was aussieht wie eine Bratwurst. Die schmecken natürlich nicht absolut gleich wie eine Bratwurst. Aber die schmecken gut und man hat so das Gefühl, okay. Ja, oder man kann am Grillen zum Beispiel teilnehmen, ohne dass man irgendwie zu große Extrawünsche hat. Dann holt man sich halt so einen veganen Burger-Bratlinge und vegane Würstchen oder so und schmeißt sie dann mit auf den Grill. Und dann ist alles gut. Warum man das auch macht, wenn ich jetzt so an Grillen denke zum Beispiel, um lästige Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Okay, die lästige Diskussion kommt dann, wenn sie dann trotzdem merken, okay, du hast da eine vegane Wurst, du hast einen veganen Brötling, dann fragen sie, ja, warum isst denn das, wenn es genauso aus wie Fleisch und so, ne? Das ist hier so ein Teufelskreis. Auf der anderen Seite, wenn du da ein Heckmeck veranstaltest, bloß weil du Fleisch und Fisch, Würstchen und solche Sachen nicht essen willst, dann wirst du auch immer komisch betrachtet. Und dann sagen sie, ja, ne? Und das geht mir tierisch auf den Sack. Es ist mein Leben. Und wenn ich mich dazu entscheide, kein Fleisch und kein Fisch zu essen, dann ist es meine Sache. Und klar, ich schmeiße manchmal so Spitzen. Ne? So.
Fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Aber ich versuche doch nicht jeden, den ich treffe, zu überreden, ess kein Fleisch, kein Fisch mehr, mache ich nicht. Das muss jeder selber für sich entscheiden, ansonsten wird das sowieso nichts. Und genauso hasse ich es, wenn mir Leute auf den Sack gehen und mir erzählen wollen, ja, selber, dann darfst du ja gar nichts mehr essen und das ist ja alles irgendwie schlecht und keine Ahnung und es ist doof, mir fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich versuche niemanden zu überzeugen, ja, ess kein Fleisch und kein Fisch mehr. Klar, wenn ich mir irgendwie so ein, ne, um wieder auf den Bratlinger zu kommen oder wenn ich mir veganes hier Essen hier koche und kann jeder vorbeikommen und jeder kann mal kosten, aber ich werde nicht sagen, du darfst jetzt nichts anderes mehr essen. Da muss jeder selber drauf kommen. Oder dich für sich selbst entscheiden, was er da macht. Und genauso fängt total albern, wenn mir dann Leute erzählen, ja, aber wenn du jetzt hier auf. Keine Ahnung. Das ist doof, weil mir fällt jetzt echt kein Beispiel ein. Obwohl es garantiert Beispiele gab in letzter Zeit. Also ich muss darüber mit Leuten nicht diskutieren, warum ich jetzt mich vegetarisch ernähre oder dann irgendwann mal vegan ernähre. Und man hat immer so permanent das Gefühl, dass sie einen jetzt schlecht reden wollen. Oder ja, so. Letztens bei meinen Eltern waren Bekannte von meinen Eltern da und der Typ, ich meine, ich kann den Typen eh nicht leiden, aber der hat auch so dämlich nachgefragt. Und man hat ständig das Gefühl gehabt, dass er eine ja, schlecht reden will oder ja, keine Ahnung, so als wenn er Fleischindustrie-Lobbyist wäre oder so, keine Ahnung, oder ist, naja. Wollen immer so Aussagen von dir hören, glaube ich, wo sie dann mit irgendeinem Quatsch gegenreden können. Um, ja, ich weiß nicht warum, mir eigentlich Wissen zu beruhigen oder so, keine Ahnung. Oder weil sie vielleicht wissen, dass man recht hat oder dass sie glauben, dass man ja eigentlich hatte ja recht, aber ne, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich recht habe. Oder so Diskussionen, ja, da ist ja Mangelerscheinung und dann fehlen ja ganz, ja, keine Ahnung, ob es so ist. Kann man drüber streiten, ob vegetarische Ernährung gesünder ist, vegane Ernährung gesünder ist oder ich weiß es nicht. Und da gibt tausend verschiedene Studien, da erzählt auch jeder alles, also keine Ahnung. Aber wie ihr sagtet, das ist mein Leben, meine Entscheidung und wenn jemand Fleisch isst, müsste es seine Entscheidung und sein Ding. Redet nicht gegen. Muss halt jeder selber wissen. Aber so Diskussionen gehen mir auf den Sack. Oder wie letztens Bild gepostet habe von, weiß nicht mehr, Peter, nee, war irgendwas anderes, glaube ich, ist egal. Die dann in so einer Grafik dargestellt haben, wie. Der Hund hat gerade gepupst. Die in der Grafik dargestellt haben, was 1 Kilo Fleisch denn irgendwie alles. Also was das bedeutet, wenn man 1 Kilo Fleisch isst, ne? CO2-Ausstoß, den Wasserverbrauch und das alles irgendwie so grafisch dargestellt werden. Ja, dann, wo dann so ein Kommentar und da kam vegane Nazi-Scheiße. Wo ich erstmal von ausgehe, was wahrscheinlich witzig gemeint war oder so, keine Ahnung, weil ich nicht witzig finde, also nicht, weil es um eine Thema geht, aber einfach so, ich weiß nicht, konnte ich nicht drüber lachen. Und ich weiß nicht, das sind Fakten. Also, das ist nun mal so. Dass so eine Grafik nicht die Fleischlobby zeigen wird, ist klar, aber es sind nun mal Fakten. Und weiß nicht, dann spar dir deinen Kommentar. Dann lass es, weißt du? Also, weiß ich nicht, war sicherlich witzig gemeint oder so, keine Ahnung, aber dann ignoriert einfach. Ich schreibe auch nicht jedes Mal unter irgendwelche Posts unter, wo sie ihren Burger zeigen, wo sie ihr Grillfleisch zeigen oder sonst was. Mörder oder so. Ne? Das ist mir zu albern. Jetzt hat ganz viel gelabert und ich habe
das Gefühl, dass ich gar nicht drüber gebracht habe, was ich eigentlich rüberbringen wollte. Oder dass ich gesagt habe, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, weiß ich nicht. Muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Wir können auch gerne drüber diskutieren in den Kommentaren, solange es sachlich bleibt. Und wie gesagt, wie ich mich ernähre, ist meine Entscheidung. Wie ihr euch ernährt, ist eure Entscheidung. Es ist ein schwieriges Thema irgendwie. Und wie gesagt, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich nicht den richtig rübergebracht habe, was ich eigentlich sagen wollte und wahrscheinlich ganz viel Quatsch gelabert habe. Naja, jedenfalls beschäftige ich mich das gerade sehr, weil ich wahrscheinlich irgendwie den richtigen Weg für mich finde. Weil ich würde schon komplett auf vegane Ernährung umstellen gerne, aber wie gesagt, so arbeitsmäßig geht das irgendwie noch nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum manche Leute glauben, sich sofort rechtfertigen zu müssen, wenn sie hören, dass ich vegetarisch lebe oder irgendjemand vegetarisch lebt. Oder andersrum von mir eine Erklärung oder eine Rechtfertigung erwarten. Ne, wie gesagt, meine Entscheidung und fertig. Und andersrum genauso. Warum kann man nicht einfach, wenn jemand sagt, er lebt vegan oder vegetarisch, sagen, okay, und dann ist gut. Wenn mir, ne, also verstehe ich irgendwie nicht ganz. Und noch eine ganz andere Sache, weil wir vorhin die Produkte, Entschuldigung, die Produkte erwähnt haben, die halt wie Fleisch aussehen und ne, hier so Burger und Würstchen und die Leberwurst da. Ich finde eine Frechheit, wie teuer das Zeug ist. Ich glaube nicht, dass es in der Herstellung so viel Mehrkosten verursacht, dass das gerechtfertigt ist. Ich denke, da, das ist Abzocker. Ich denke, das wird einfach nur ausgenutzt, dass Leute sich anders ernähren wollen. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist Abzocker. Und genauso wie ja, Rügenwalder oder weiß ich, wie sie alle heißen, die dann vegetarische und vegane Gerichte jetzt rausbringen. Auf einer Seite ist natürlich gut, auf der anderen Seite, wenn du kaufst, unterstützt die ja trotzdem, was du ja wahrscheinlich auch nicht willst, wenn du vegan lebst. Und ja, die machen halt, klar, ich meine, es ist Industrie und die machen es, um die Kunden, die ihnen wegzufallen und was ja nachweislich immer mehr werden, weil immer mehr auf vegane oder vegetarische Ernährung umsteigen, die dann trotzdem wieder zu halten. Ne? Also für die ist es halt Geldmacher, das ist klar. Naja, aber wenn der Nächste euch irgendwann mal erzählt, er ist Vegetarier, Veganer, akzeptiert es einfach. Sagt einfach, okay, weiß nicht, warum man da ja immer irgendwie sich rechtfertigen muss oder sich dämliche Sprüche anhören muss. Das geht mir auf den Sack. Wie manche Kollegen mir dann ständig irgendwie so ein Stück Fleisch unter der Nase reiben wollen. Und so, hey, ich lass das mal liegen, vielleicht hast du doch Hunger oder solche Sachen, ne? Ja. Gut, ich muss mich beeilen.